Hallo, ein bisschen verspätet, das soll glaube ich eine Weihnachtskugel sein. Ist zwar nicht mehr Weihnachten, aber ich melde mich heute mal wieder von dem Zirkus, Zirkus Palazzo, gerade in Mannheim. Ich habe gehört, da drin gibt es einen Haufen Essen. Also man isst und dann schaut man irgendwie den Artisten oder so irgendwie zu. Ich habe keine Ahnung, ich war bei sowas noch nie, aber... Mein Gott, es ist saukalt. Ich hoffe, da drin ist es wärmer. Aber ich muss sagen, dieser Baum sieht einfach, der sieht toll aus. Ich gehe jetzt mal da rein. Stehen auch schon ein paar Leute. Ja, mal gucken. Hier drin ist es schön warm. hier steht ein Motorrad. Hier ist so ein ganz kleines Mini-Auto. Da bin ich. Also die Temperatur ist auf jeden Fall angenehm. Hier steht einfach ein Fake-Flügel, denn das sind keine echten Tasten. Das ist einfach nur aufgedruckt, irgendwie eine Platte. Aber sieht trotzdem gut aus. Hat was. Definitiv. Da drüben ist scheinbar diese Vorhangsvorführungsbühne. Wir laufen jetzt einfach mal da lang. Und mal gucken. Hier wird dann gegessen. Es sind verdammt viele Leute hier. Hier ist unser Tisch, glaube ich. Ist alles ein bisschen chaotisch. Oh, ich habe Hunger. Ich bin gespannt, was es zu essen gibt. Das ist jetzt das erste Menü. Ich glaube, es ist eine Suppe. Ich glaube, es ist Kürbissuppe. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Schmeckt aber auf jeden Fall gut. Gentlemen, guten Abend, meine Damen und Herren, and welcome, herzlich willkommen im Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo hier in Mannheim. Mein Name ist Copperlin, ich komme direkt aus Las Vegas. Wow! Aber Sie haben bestimmt schon bemerkt, ich habe ein bisschen so einen komischen Akzent. Das ist, weil ich bin halb Amerikaner wegen meiner Mutter und halb Italiener wegen einem guten Freund von meinem Vater. Wir haben eine spektakuläre Show für Sie zusammengestellt mit mehr als 30 Künstlern der internationalen Spitzenklasse. In Englisch, we have more than 30 world-class artists. Auf Französisch, on a plus de 30 artistes de classe mondiale. Auf Chinesisch, scheißegal. Also wenn ich mir den Teller so angucke, ist das ganz eindeutige Windows-Werbung. Thank you.
Fotografie war scheiße, aber die Jacke sieht gut aus. Meine Show wird nicht besser. Three very sharp Japanese knives. Drei sehr scharfe japanische Messer. Man muss wirklich sehr gut sein, um mit diesen Messern zu jonglieren. So. Hey, wow. All right, here we go. Attention! Hop, it's amazing. Aber Kinder, probiert das nicht zu Hause. Macht es in der Schule. Jetzt kommt der Hammer. Hier ist er. Hey, wow, der Hammer. So, Maggie. Das Niveau bleibt stabil. Wie lange muss ich noch? Okay, zum Schluss vor der Grand Finale. I have here one apple, two apples, three apples. Was man nicht alles für Geld macht. Ich muss diesen Scheiß jeden Tag machen. Also, Finale! Jetzt kommen wir zum Fisch. Ja, ist halt Fisch, ne? Ich hab Hunger. She always treats me with a heart of stone. And all she does is throws it back to me. Anyway, Matthias, erstmal schauen Sie ganz kurz, ist das ein normales Kartenspiel, normal cards? Normal. Sind Sie sicher? Wow. Danke dir, Detlef. Ich bitte Sie um einen Applaus für unseren großartigen Musiker, Mr. Rick Coleman! Stadt. Die Stadt, die immer schläft. Ich habe gerade hier in die Broschüre geguckt. Da steht auch drin, was es jetzt eigentlich gibt. Hier. Wir hatten am Anfang, das war tatsächlich eine Kürbissuppe. Gerüstete Kürbiskerne. Ich dachte, das wären Mandeln, aber okay. Dann kam hier so. Na, Fokus, komm zurück. Danke. Dieses Windows-Fenster. Das war der Fisch. Und das kommt wohl als nächstes. Und dann kommt noch das Dessert auf. Hier ist das Ganze nochmal, aber in vegetarischer Variante. Hier hinten kommen noch Getränke. Der singt schon die ganze Zeit hier. Für alle so im Hintergrund und es ist einfach live. We'll be right back.
geht weiter mit einem Klassiker der Zauberei. Schauen Sie, eine kleine Flasche Prosecco. Attention, Las Vegas Magic. Wow, eine Weinflasche. And it's incredible because we have another bottle here, another bottle here, and another bottle here. Et voilà. Danke dir. Thank you. Ist neu. Ist neu. Wow. Also, what is your name? Wie heißen Sie? Erwin. Genau wie meine Großmutter. It's amazing. Okay, Erwin, was Sie jetzt machen müssen, ist ganz einfach. Sie müssen nur looky, looky the paper. Very easy. Okay, good. Now watch. I make a little ball. Ich mache einen kleinen Ball. So, Erwin, do you see the ball? Sehen Sie den Ball? Ja. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut, Erwin. Jetzt passen Sie auf, watch close. One, two, wo ist der Ball? Da. Da? Nein, da. Erwin, ich bin der Komiker. Okay, no problem, wir machen es noch einmal. Passen Sie auf, watch close. One, two, wo ist der Ball? Da. Hier? Nein, hier. Aber das ist okay, wir machen es noch einmal. Passen Sie auf, watch close. One, two, wo ist der Ball? Hier, yes, you see, it's very easy. Also wir machen es nochmal. One, two, wo ist der Ball? Da? Nein. Aber das ist okay, wir machen es noch einmal. Kein Problem, Erwin, wir versuchen es mal mit zwei Servietten. Here we go. A one and a two papers. I make a little ball. Ich mache einen kleinen Ball. Now, Erwin, it's very easy. You just have to watch the ball and watch when I say one, two. Verstehen Sie? When I say one, two, you have to watch. Wo ist der Ball? Hier? Nein. Aber das ist okay. Wir machen es noch einmal. Ich habe den richtigen ausgewählt. So, jetzt, Erwin, passen Sie auf. Now you have to watch close. Jetzt schauen Sie. A one and a two. Wo ist der Ball? Yes, that's very good, Erwin. You see? It's very easy. It's like, you just have to walk into a one and a two. Wo ist der Ball? Ist der immer so, oder? Kein Problem, Erwin. Wir versuchen es mal mit dem Schuh. We're gonna try with the shoe. Do you smell the magic? It's amazing. Now watch. A one, a two, and a three. Wo ist mein Schuh, Erwin? Also so eine habe ich noch nie gehabt. Gut, Erwin. So weit bin ich noch nie gekommen. Kein Problem, we're gonna try with the jacket. Jetzt passen Sie auf, you have to watch close. We try with the jacket. A one and a two, wo ist die Jacke, Erwin? We'll be right back.
that song. Why the fuck do I give up? Vorstellung ist nun vorbei. Wir sind hier gerade am Wasser aufwischen. Sieht echt schön aus mit diesem beleuchteten Zelt. Ich bin satt. Es waren zwar sehr kleine Portionen, aber es war immer ein 5-Gänge-Menü. Hier jetzt mal die Broschüre, um mal so einen preislichen Einblick zu bekommen. Ja, kostet ein bisschen was, aber man kriegt auf jeden Fall einiges geboten dafür. Und wir fahren jetzt heim, denn es ist schon nach 0 Uhr. Es ist kalt und wer hätte es gedacht, es ist immer noch kalt. Es ist dunkel, wir sind irgendwie müde und ja, ich melde mich beim nächsten Video. Daher, man sieht sich und tschüss. Kommen Sie morgen wieder, wir machen nochmal. Das war richtig gut.